Und wir sagen jetzt auch Danke und Tschüss, Klaus Wowereit. It's time to say goodbye. Nach immerhin 13,5 Jahren im Sattel und 1, 2, fast 3 ganzen Amtszeiten. Ununterbrochen regierender Bürgermeister zu sein, hat keiner geschafft so lange. Da bleibt auf jeden Fall einiges hängen bei den Leuten. Naja, sein Spruch. Wie war denn das nochmal? Und das ist auch gut so. Ich bin schwul, es ist gut so. Ich bin schwul und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen. Oh, Wowereit hat so furchtbare Sachen geprägt wie arm, aber sexy ist so schlimm. Berlin ist sowieso sexy, Gott sei Dank. Und natürlich Flughafen etc. Ich den Flughafen, der nicht fertig geworden ist. Naja, das mit dem Flughafen hätte er schon besser machen können, nicht? Also ich bin auch nicht zufrieden mit dem, was da am Flughafen passiert ist. Wie gesagt, der BER und sein legendärer Auftritt, ich glaube, war es in Chile gewesen, in dem Fernsehen. Da war in so einer Show gewesen und wo er dann auch da so mitgemacht hat. Das war übrigens 2003 im mexikanischen Frühstücksfernsehen. Klaus Wowereit! Klaus, willkommen! Hallo. Was man von ihm wirklich mitbekommt, ist eigentlich nur die ganzen Auftritte auf dem roten Teppich. Vielleicht die Partys? Das hätte er vielleicht etwas mehr einschränken sollen, nicht diese Partylöwen. Man kann das meiner Ansicht nach, wenn man so ein echtes Amt auszuüben hat, sollte man da vielleicht sich etwas reservierter verhalten. Ich bereue nichts. Und trotz der ganzen Negativschlagzeilen und Skandale, der Aufs und Abs in den Umfragen, 2 überstandenen Misstrauensvoten und einem missglückten Volksentscheid, was werden die Berliner vermissen? War ein guter Bürgermeister, hat viel gebracht für Berlin. Schade, dass er geht. Er war sehr souverän, aber auch gleichzeitig so ein bisschen den Spaßfaktor auch mit in die Politik brachte. Es hat mir Spaß gemacht. Seine offene Art, sein Charme, sein Humor. Think positive, wie wär's denn damit? Er war ja immer irgendwie charmant, wenn er auf Empfängen und so war, ne? Ich hab den Mann eigentlich immer so ein bisschen bewundert, weil er so standhaft geblieben ist, ja. Und das geht ja schon seit vielen Jahren, wurde an seinem Stuhl gesägt, aber der ist da mit einer Noblesse drüber hinweggegangen. Dass er auch so konsequent eigentlich auch seinen Weg gegangen ist. I did it my way. Und nachdem er als Regierender in der Vergangenheit immer selbst die Glückwünsche verteilt hat. Herzlichen Glückwunsch. Viel Erfolg, alles Gute. Alles Gute für die Zukunft. Ist es jetzt mal Zeit, ihm viel Glück zu wünschen. Herr Wowereit, ich wünsche Ihnen von Herzen alles, alles Gute. Trotz alledem. Wowi, mach's gut. Bleib wie du bist. Ich wünsche dir, Klaus Wowereit, eine gute, wirklich gute Ruhestand in der Ruhestand. Herr Wowereit, ich wünsche Ihnen alles Gute auf Ihrem weiteren Lebensweg, Gottes Segen. Ja, und dürfen wir noch vielleicht ein bisschen was voneinander hören. Na, spätestens zur BER-Eröffnung hat er ja schon versprochen, vorbeizukommen. Wenn ich eine Einladung bekomme, werde ich natürlich auch hingehen. Dann wünschen wir ihm mal obendrein noch ein langes Leben. Tschüss, Wowi!